Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir haben wieder Samstag, heute den 17.09.2022. Und es ist wieder Samstalk oder Verantwortungstalk. Viel über den inhaltlichen und technischen Rahmen muss ich nicht erzählen, weil es gibt ein zensurfreies Internetforum, in dem es auch einen Thread zu den Samstalks gibt. Das Internetforum heißt www.freie-argumente-kultur.de. Ja, nur so viel. Wir wollen auftauchen aus dem Fluss des alltäglichen Lebens und uns dann immer mal wieder für ein Stündchen oder zwei die große Verantwortungsfrage stellen. Wie sieht es aus? Ist das verantwortlich, wie wir leben? Wollen wir so leben? Können wir so leben? Und all das. Gut, wir machen es als Redekreis, allerdings eben mit flexiblen Zeitanteilen. Das heißt, der Redende kann unterbrochen werden. Dann äußert man einen Wechselwunsch. Er bleibt bei diesem Gedanken, rundet ihn mit dem letzten Satz vielleicht ab und gibt dem Wechselwünschenden die Möglichkeit, in diesen Gedanken auch reinzugreifen mit seinem Einwand oder seinem Kommentar. Genau. Wie viele Minuten jeder hat und so, das guckt der Dylan immer. Und damit gebe ich an den Dylan auch für einen ersten inhaltlichen Beitrag weiter. Ja, Wechsel 4. Ja, ich wollte heute mal das dreistündige Telefonat von vor ein paar Tagen aufgreifen. Stichwort Bundestag 2. Und wollte einfach mal aufgreifen, dass ich jetzt einen Gesetzesvorschlag anschlage, also quasi basierend natürlich auf der Idee, dass im Moment die Gesellschaft am ehesten erreichbar wäre durch eine positive Änderung des Systems. Und ich schlage als erstes, mein erster Gesetzesvorschlag wäre sozusagen die Einführung einer neuen Wahlstimme, für die man eventuell aber eine Zweidrittelmehrheit brauchen würde dann im Bundestag, und zwar die sogenannte Wohlfühlstimme, weil ja das Anliegen jetzt der GWÖ-GWO-Kombi, wo ich wieder sehr viele Gespräche mit Politikern hatte, der verschiedensten Parteien die letzte Woche. Die Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination geht ja davon aus, dass es sinnvoll ist, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner zu erfassen und dieses dann in staatlichen Verdienstzuschüssen rückzukoppeln, sodass also ein Supermarktleiter nur noch ein Ziel hat, gesunde Kunden zu erzeugen durch gesunde Nahrung und gesunde Landwirtschaft und Schluss mit all den Gifttricksereien und so weiter. Und der Arzt nur noch ein Ziel hat, wie kann ich präventiv das Immunsystem der Bevölkerung so stärken, dass sie sich aus allen möglichen Erregern nichts mehr machen, sondern kerngesund eine natürliche Immunität haben und lebenslang möglichst chronisch gesund bleiben. Dann kriegt er nämlich mit seinem Team, die Hausarztgesundheitsgemeinschaft, möglichst die höchsten Gelder sozusagen. Ja? Und das ist also mein Gesetzesvorschlag und ich habe es ja auch schon mal angedeutet. Wenn man so eine Zweidrittelmehrheit im Parlament gewinnen will und über das ein Wahlbündnis vielleicht gerade mal 5, 6, 7% hat, dann kann man natürlich dort nichts bestimmen, sondern man muss versuchen, die anderen Parteien zu gewinnen und zu faszinieren für die Idee einer Demokratisierung der Gesellschaft. Und da ist für mich, da ich ja davon ausgehe, dass als Naturwissenschaftler, dass Menschen zunächst einmal eigennützige Wesen sind, die sich und ihren eigenen Familien, also ihre eigenen Gene in die Zukunft transportieren über ihre eigenen Familien. Und sodass ich also dann sagen würde, wir müssen also quasi einen Bundestagsausschuss gründen, der nichts anderes macht, als die Wünsche von zwei Drittel der Abgeordneten, die für eine Zweidrittelmehrheit erforderlich wären, anzuhören, um dann sozusagen dann mit denen gemeinsam
festzusetzen, wie deren Entschädigung finanziell ausfallen soll, falls es durch die Gesetzesänderung zu einer völligen Änderung ihrer Karriereperspektiven kommt, nämlich dass ab dem Moment kein Kontakt mehr mit der Wirtschaft und mit Konzernen und Jobs mit Wirtschaft nicht mehr möglich ist, auch nicht mehr gewinnbringend ist für die Konzerne, weil ja jetzt plötzlich der Politiker und die ganze Gesellschaft Diener der Bevölkerung werden muss, sonst gehen sie pleite. Und dadurch interessiert keine Freundschaft zwischen Konzernen, Lobbyisten und Politikern mehr, sondern der Politiker hat nur noch einen Freund, seine Wähler, deren Leben er verbessern muss, wenn er nicht ab sofort abgewählt werden will, über die Wohlfühlstimme und über die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung abgewählt werden will. Ja, soweit mein erster Überschrift meines Gesetzesantrages im Bundestag 2 sozusagen. Und ich gebe weiter, ich gebe den Raum frei. Wechsel natürlich. Ja, Wechsel frei, können wir sagen. Dann sind wir so ein bisschen in der Runde der Reihenfolge, die wir sonst ja auch haben. Also dann bin ich, der FF, dran. Ja, also ich bin eigentlich mit dem alternativen Engagement, in das ich so verstrickt bin, ziemlich zufrieden. Also ich versuche immer, das Wichtigste zu tun, was ich tun kann, immer auf die jeweils wichtigste Frage, die ich finden kann, die bestbegründbare Antwort zu suchen. Ich finde auch die Reformbemühungen vom Dillen wertvoll. Ich finde all die Schienen wertvoll, wo wir Menschen uns zusammentun, unsere Kräfte bündeln wollen für immer mehr verantwortliche Entwicklung in der Welt. Und bei mir ist es ja so, ich bin hin und her jetzt im Moment zwischen Berlin und Hessen. An Berlin, wo ich auch eine Zeit gewesen bin, bin ich auf jeden Fall mit Kopf und Herz intensiv mit dran auch. Da machen wir ja ein Zeltcamp, ein Friedenscamp oder Demokratiefürsorgecamp, um zu erreichen, dass in der sogenannten Demokratie ausreichende Diskussionsgelegenheit endlich entsteht für Grundfragen der Gesellschaft wie Korruption, ob bezüglich Corona oder allgemein. Was leider eben nicht der Fall ist, nicht ausreichend der Fall ist, also ein ganz schlimmes Demokratiedefizit. Und dafür machen wir das, damit da der Knoten platzt. Und ich bin ganz sicher, dann kann man eben, wenn alle Argumente, auch die stärksten Argumente auf den Tisch kommen können, so richtig, dann kann man die Corona-Krise entschärfen. Und dann kann man wirklich auch verantwortliche Entwicklung in die Welt hineinbekommen. Wechselwunsch? Ja, gern. Ja, nur ganz kurz. Also diese neue Wohlfühlstimme zusammen mit der Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung. Ich bin ja heute hier auch unter meinem Musikernamen Dillen, unter dem man mich hier kennt, in diesen Kreise hier. Diese Wohlfühlstimme und die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung verändern ja die politische Landschaft so, dass sie eine freie Argumentekultur zum Normalfall werden lässt. Denn der Politiker, der nicht alle denkenden Menschen seines Landes anhört und zu sich ruft im besten Sinne, der wird ja sofort, da gibt es sofort vorgezogene Neuwahlen und er wird abgewählt, weil er ja sozusagen nicht genügend neue Ideen eingebracht hat in sein Bundesland, während andere Bundesländer das dann besser gemacht haben als er, sodass wir über die Lösung, die praktikable politische Lösung, Demokratisierung im Bundestag und über den Bundestag, also quasi einen sehr schnellen Weg hätten, direkt eine vollständige Demokratisierung und Öffnung aller Debatten zu kriegen und Öffnung aller politischen Häuser zu kriegen für die Ideen aus der gesamten Gesellschaft. Piep, piep, piep. Ja, danke schön, Dylan. Danke schön. Wechsel 2, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Und also ich finde es schön, also mich erfüllt es ja, wenn gerade was mein Hauptschwerpunkt ist,
Also direkt die Menschen anzusprechen, können wir vernünftig miteinander sprechen, können wir schon nach Argumenten so gehen. Also ich freue mich, wenn das durch solche Hilfsmittel wie die Reformideen von Dillon dann auch vielleicht zum Durchbruch kommt. Aber ich mache es einfach direkt schon selbst und spreche die anderen Leute so an. Ne? Wollen wir direkt miteinander so offen kommunizieren, nach Argumenten gehen, unsere Probleme und Konflikte lösen und konsensfähig werden? Ja, genau. Das ist wahrscheinlich mein Piepen, dass ich da fertig bin. Nein, nein, das war jetzt nur die Einstellung für den Henning Okay. seinerzeit. Er ist ja die Okay, Wechsel alles klar. 5 und für unseren Ja. neuen Gast ist der ist ja die Wechsel 6, ne? Okay. Dann kann ich noch sagen, also ich bin für mich erfreulich eben stark gefragt, auch um teilzunehmen an solchen Argumentationsbewusstseinsprozessen, ob da in Berlin, in dem Camp. Oder hier jetzt auch in Hessen habe ich gleich wieder eine ganz intensive Anfrage, dass ich Mediation machen soll in einem schweren Konflikt, der da existiert. Da hängen immer gleich die Existenzgrundlagen von solchen Aussteigerprojekten dran, ne? Und die sind aus meiner Sicht und aus Sicht zumindest derer, die auch aussteigen, ist das ja wertvoll, weil das sind so die Zuhauseorte in dieser ansonsten sehr kalten, fremdbestimmten, kapitalistischen Welt. Da ist es ja gut, wenn diese Orte erhalten bleiben. Und da bin ich mit Bewusstseinsarbeit und Konfliktarbeit stark mit dabei. Und bin damit zufrieden. Also natürlich, wenn morgen der Umschlag der gewaltfreien Weltrevolution der Vernunft und Liebe vollständig gelingt, dann ist das natürlich das Highlight, ne? Aber jetzt auf dem Weg so bin ich mit ausfüllender Arbeit an wichtigsten Stellen gut beschäftigt. Gebe weiter. Alle haben noch Zeit außer mir. Ja. Genau, ja, dann würde ich mal weitermachen. Wechsel 3. Ja. Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Ist ja ganz interessant. Heute sind wir zu fünft. Ja, was kann ich sagen? Also ich bin ja hier in dem Friedenscamp, von dem der Öffi auch eben gesprochen hat. Hier sind auch gerade, ja, man könnte vielleicht sagen, spannende Geschichten am Laufen. Auch zum Thema Kommunikation und auch die Frage, wie man ja eine gute Kommunikation gemeinsam hinbekommen kann, dann als Schlüssel zum gemeinsamen Planen und auch zum gemeinsamen Leben. Und ich würde an dieser Stelle jetzt einfach mal wieder in die Zuhörerrolle übergehen und weitergeben in die Runde. Wenn noch jemand was sagen möchte, wäre das jetzt Zeit. Ihr könnt natürlich aber auch alle sagen, dass wir irgendwann in die nächste Runde wechseln wollen. Aber noch haben etliche Leute Zeit auf dem Konto. Sogar der Öffi hat noch ein Minütchen. Ja, dann sagt es aber. Ich weiß zwar nicht, ob ich dran bin und welche Nummer ich habe, Wechsel ist auch 5. egal. Wechsel 5 hast du. Ja, Wechsel 5. Ich mag diese Methoden nicht so, weil das sind dann irgendwelche Vorschriften und Kommunikation hat was mit Ton zu tun, auch mit Liebe und mit Resonanz zu tun. Und irgendwelche Argumente nur herbeigeholt, auch wenn sie logisch erklingen, wenn die Liebe dabei fehlt oder die Tonart, dann kommt das wenig gut an. Und Dylan hat ja mal erzählt, dass wir alle unter einem Syndrom leiden, vorteilbringender Irrtum. Und dieser vorteilbringende Irrtum ist momentan sehr weltweit am Korrumpieren, um das mal so zu sagen. Oder er wird durch Korruption unheimlich weltweit oder überall auf der Erde sichtbar. Korruption ist ein Prozess, der etwas zersetzt. Das kann energetisch sein, das kann aber auch durch Tauschen und Täuschen sein. Weil Tauschen und Täuschen ist in der Natur nicht vorgesehen. Da gibt es nur ein Wechseln und ein Helfen und ein Schenken. Ob das jetzt in der Lunge ist, der Sauerstoffaustausch oder andere Prozesse, da ist nirgendwo Geld im Spiel.
Und jeder, der Geld in die Hand nimmt, begeht Täuschung. Das hat ich dem Professor Franz Hörmann beigebracht durch die Symbolik einer Geldmünze. Und gerade in der Studie von Korruption, mit der ich mich momentan befasse, kommt das sehr gut zusammen. Was auch zusammenpasst, ist, dass diese Korruption jetzt ein Ende hat, weil die Queen ist gestorben und es wird auch keinen Nachfolger mehr geben. Das schon mal dazu. Und dann habe ich hier auch unten im Kanal reingestellt, legaler Menschenhandel, das ist also von einem Diplomaten ausgesprochen. Und hört euch das einfach mal an. Es sind alles Firmen und Firmen machen legalen Menschenhandel und den unterstützt ihr, solange ihr Geld bedient. Und damit bin ich fertig für heute und gebe weiter. Okay, Wechsel 3, geht das? Oder? Ja, natürlich. Loslegen. Okay, super. Ich höre mich gerade übrigens doppelt. Das hat ist, vielleicht ich weiß jemand, nicht, ob jemand sein Mikro an, der den zu lauten Lautsprecher hat? Ich bräuchte meinen Wechsel, meine Wechselnummer. 6. Wechsel 6 ist das. Aber jetzt war Janek gerade dran, Wechsel 3 war das. Okay. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich, glaube ich, gerade auch schon wieder den Faden verloren. Ich muss mal kurz überlegen. Zu Ton ist mir gerade eingefallen, zum Henning und zu der Liebe. Also ich glaube, man braucht ein Einigungsnenner, also wo wir uns gemeinsam drauf einigen, dass das sozusagen das Ausschlaggebende ist, was zählt. Also ich denke da an das Wort, also an die Wörter, die man austauscht, an die Argumente und also dass das Argument stärker ist, als jetzt, wie ich das Argument sage, ob ich es jetzt laut sage oder liebevoll oder hart oder so. Ne? Also genau, das war das eine. Und dann kriege ich, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade auch zusammenkriege. Ich weiß nicht, wenn du magst, Henning, kannst du ja auch mal sagen, wie du das machst, wie du ohne Geld das schaffst zu leben. Also ich lebe ja auch ohne Geld. Wie du dir dann die zum Beispiel die deine Existenzgrundlagen, also wie bekommst du deine Existenzgrundlagen ohne Geld, da wo du jetzt wohnst. Also dafür zählen für mich halt einmal Schlafplatz, Essen und Trinken, Internet und Kommunikation und was war denn noch? Hygiene, Waschen. Wie du das alles ohne Geld bewerkstelligst bei dir zu Hause. Das würde mich noch interessieren. Und dann gebe ich weiter, wieder in die Runde. Wechsel 6 würde gerne was sagen. Ja, los geht's, ja, Wechsel 6. Okay, grundsätzlich würde ich mal das Verhältnis überprüfen, das der Einzelne zum Staat und zur Freiheit hat. Daraus ergeben sich die Probleme, die auch meiner Meinung nach jetzt Henning erwähnt hat, weil es das System, was wir heute haben, mit Kapitalismus nur sehr wenig zu tun hat, sondern einer Manipulation, Störung und Verwirrung unterliegt. Das wird dann oft als Kapitalismus bezeichnet. Der Einzelne muss zunächst einmal sein Verhältnis zum Staat und zur Freiheit klären, wie viel Staat er möchte, wie viel Freiheit er möchte. Und in welchen Bereichen? Das sind eigentlich Standardfragen, die sich auch um die Autonomie des Einzelnen drehen. Und dann kommen wir dazu, welche Verwirrtheit der Gesellschaft zu den Auswirkungen geführt hat, die Henning beklagt. Und ob das dann immer das Geld an sich ist oder das heutige Giralmittel. So möchte ich es mal nennen. Da muss man sehr differenziert herangehen und auch sehr analytisch. Und dann würden sich vielleicht einige Probleme auflösen und man kommt analytisch schon zu einem besseren Ergebnis und dann hoffentlich zu anderen Politiken, weil ja hier heute das Thema erstmal Parlament 2 ist. Und das wäre so mein Ansatz, um weiter in der Diskussion fortzufahren. Danke.
Vielleicht nur kurz zur Information, das Parlament 2, das habe ich jetzt so eröffnet, weil wir ja beide parteinahe Menschen sind, ja. Und meine Aufgabe hab ich jetzt so gesehen, oder auch eben zu versuchen, die außerparlamentarischen Arbeiter auch von dem Wert des parlamentarischen Realitätenschaffens zu überzeugen. Also es haben noch einige Leute Zeit auf der Uhr. Ja, dann mal Wechsel 5. Ja. Ich mache mich auch. Ich möchte gerne mal antworten. Und zwar erst einmal zu dem Parlament und zu der Partei. Partei ist immer eine Spaltung vom Ganzen. Und Korruption ist auch nur ein Teil vom Ganzen. Und das Teilen vom Ganzen oder Spalten vom Ganzen. Um die Korruption zu beenden, dürfen wir das ganze Parteiensystem, das ganze Staatensystem vergessen. Und zwar darf jeder für sich selber erst einmal in seinen Status des Friedens kommen. Piep, 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 was heißt das jetzt? Zeit zu Ende, den Satz noch rund machen und abschließen. Also ich finde dieses System bescheuert. Das ist, da kann man keinen Austausch betreiben. Entschuldigung, aber es ist wahr, es bringt nichts. Entweder man kann was sagen oder man kann nichts sagen. Aber wenn man in seinem Sagen unterbrochen wird, dann bringt das nichts. Das hat nichts mehr mit Kommunikation zu tun, noch was mit Harmonie zu tun. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Ja, aber Entschuldigung. Wir uns nicht nein, ist es nicht. Ich sage vielleicht mal kurz rein. Also wenn ich sagen, darf. Warum ich Gegenrede halte. Vielleicht bevor wir weitermachen mit dem System. Henning, also deine Kritik können wir ja aufnehmen. Wir können auch das nächste Mal über die Methode sprechen, in der wir reden. Ich denke, heute wird es den Rahmen jetzt sprengen. Ist ein eigenes Thema, eigenes Ding, sich dann vielleicht wieder eine neue Methode auch mal auszudenken oder auszuprobieren. Aber ich denke, heute machen wir weiter. Und also man hat ja dann, wenn eine Runde vorbei ist, und das mit der Runde und der Zeit ist ja gedacht, damit alle gleichmäßig eben so sich beteiligen können. Und es gibt ja dann die nächste Runde. Und da hat jeder, was weiß ich, entweder 3 oder 5 Minuten, die kann er ja einfach auch dann nutzen, um sein Ding zu erzählen. Also wir haben ja jede Menge Zeit insgesamt am Abend dann. Das ist ein Aspekt, der meine Gegenrunde umfasst hat. Das ist genau der Punkt. Es geht darum, dass Leute... Also, Moment, Wechsel 6, gell? Wechsel 6, gell? Ja, Wechsel 6. Ja, weil ich erkenne nicht jede Stimme sofort, ne? Nein, alles gut. Es ist absolut richtig, auf die Formalien hinzuweisen. Es geht darum, dass wir uns kurz fassen, dann auch rekapitulieren können und in der nächsten Runde gerne wieder anknüpfen. So erreichst du, Henning, sogar viel mehr, als wenn du lange redest. Weil die Leute auch Zeit haben zu reflektieren, das niederzuschreiben, Aspekte und Punkte aufzusammeln auf einer Karte oder wie auch immer. Und insofern ist diese formale Vorgehensweise, wenn das wiederholt stattfindet in Runden, sogar sehr gut, um sich kurz zu fassen und auch mal ein paar Punkte sein zu lassen und wieder aufzugreifen. Damit erreichst du deine Ziele im Gehirn der anderen viel eher. Wechsel 5, ich möchte was dazu sagen. Ja, in der nächsten Runde dann. Ich kann auch jetzt nichts mehr sagen, weil auch ich muss warten auf die nächste Runde, bis ich wieder Zeitkonto habe. Ich mache mir okay, Notizen gerade. Dann habe ich, glaube ich, noch Zeit. Murphy hat noch ein bisschen Zeit und Yannick hat noch ein bisschen Zeit. Ja. Also, ich kann Henning da auch durchaus verstehen. Da können wir auch gern mal drüber sprechen, über diese Methode und auch dann miteinander mal abwägen, was jetzt methodentechnisch sinnvoll ist. Also ich glaube, es ist gut, wenn wir das dann irgendwie konzentriert auch mal machen können, ne, oder könnten. Wie gesagt, also ich bin... Wäre gespannt zu hören, auch von dir, Henning, also wenn du magst, ne, also dann in der nächsten Runde, die jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dauern wird, bis die startet. Wenn du magst, erzähl gerne, wie du diese Existenzgrundlagen auch ohne Geld, ich lebe ja auch ohne Geld, aber einfach so als interessierte Frage, bist du auch
Also herzlich eingeladen, wenn du das beantworten möchtest. Und genau, dann habe ich jetzt gerade auch nicht mehr und gebe weiter. Ja, Wechsel 2. Ja. Also ich finde das spannend auch mit den Methoden. Allerdings muss ich sagen, dass ich diese Methode an sich schon ziemlich gut finde, so den Redekreis, wo jeder seine genaue gleiche Zeit hat wie die anderen und man das aber so flexibel machen kann, dass man da eingreifen kann, wenn man was zu kommentieren oder einzuwenden hat. Und zu ES oder Erik war es, glaube ich, also Nummer 6. Mit dem Verhältnis zwischen Staat und Freiheit sprichst du natürlich ein grundlegendes und Lieblingsthema von mir an. Also Piep, Jannik und ich piep, sind ja piep, aus piep. dem Staat ausgetreten. Ja, sind ja aus dem Staat ausgetreten durch Rückgabe der Personalpapiere und so weiter. Kann dann demnächst noch mehr, wenn da mehr interessiert zu an Informationen kommen. Also zwei Leute haben noch Konto, außer Öffi hat kein Konto mehr, ich habe kein Konto mehr und Henning hat kein Konto mehr. Gut, dann möchte ich das ein bisschen nutzen, auch wenn das jetzt vielleicht hintenrum kommt oder zu Also Wechsel nachträglich 6, ich kommt. habe dich erkannt, ja, Wechsel 6, Ja, ja. Wechsel 6, pardon, das muss ich mal merken. Ich Ja. werde mich versuchen, dann zu erinnern, immer Wechsel 6 zu melden. Die Angelegenheit, aus dem Staat auszutreten und so weiter, finde ich ehrenhaft. Aber grundsätzlich müssen wir anfangen, auch die Regeln, und das wäre jetzt solche eine, die wir gerade so hier zur Disposition haben, zu diskutieren, unter denen wir irgendwann zusammenleben wollen. Und wie wir das dann nennen, ob wir das Partei nennen, ob wir es Gemeinderat nennen, ob wir es Verein nennen, ob wir es Ting nennen, sachorientiert, das spielt zwar eine Rolle, aber es bleibt dabei, wir müssen die Regeln definieren, unter denen wir zusammenleben wollen. Und deswegen, ich bin auch kein Freund der Parteien alten Schlages. Die Kunst ist es, neu zu machen. Und die Kunst ist es auch, die Regeln neu zu leben. Also nicht nur formal niederzuschreiben, sondern auch zu leben. Und dann wird sich vieles ergeben. Und wenn wir es dann von mir aus Ting nennen, ist mir das auch recht. Das war's. Also 3 und 6 haben noch Zeit. Ja, dann würde ich mal sagen, Wechsel 3. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Die Frage, genau, wie wollen wir leben? Und dann war auch, ich gucke gerade, habe ich mir das jetzt ach ja, aufgeschrieben. Genau, wie sollen die Entscheidungsprozesse aussehen? Und dann hatte ich jetzt gerade noch in den Gedanken folgende Situation, wenn man dann als Gemeinschaft einen Nenner gefunden hat, wie man zusammenlebt, wenn dann neue Kinder geboren werden, die dann sprechen können, werden die dann auch wieder in diese Strukturen automatisch hineinbegeben oder haben die neuen Kinder dann auch wieder die Chance, Piep, ich piep, bringe piep. kurz Ende, genau, ja, ich habe es gehört, ich bringe den Satz kurz noch zu Ende, haben die Kinder dann auch die Chance, wie will ich das jetzt sagen, auch überhaupt zu entscheiden, ob sie in diesen Entscheidungsstrukturen mitleben wollen. So, ne? Das wäre auch noch eine interessante Frage. Oder ob sie nicht dann etwas anderes wollen und das auch die Möglichkeit haben, das zu kommunizieren und nicht denen irgendein System wieder übergestülpt wird. Okay, danke. Danke. Dann Wechsel 6. Ja. Das ist die Tragik unserer Existenz, dass wir in Dinge hineingeworfen werden von der Geburt an, um das mal existenzialistisch zu umschreiben. Dann wachsen wir auf in Strukturen, die auch unbewusst uns weitergegeben werden durch die Eltern und diese auch in Frage stellen. Und das ist wirklich ein Kernthema, das aber pädagogischer Fragestellungen, die zuvor beantwortet werden müssen, leider umfasst. Ich glaube, es wäre besser, wir Erwachsenen oder Pseudo-Erwachsenen, ich weiß mal ja nicht, ob wir das wirklich sind, sollten uns über erstmal klar werden, mit welchen Regeln wir zurechtkommen. Und dann können wir vielleicht den Kindern sagen, Moment mal, da habt ihr besser andere Regeln und so weiter. Oder ist wie immer Try and Error. So, das wäre es. Ich würde auf den Rest meiner Sprechzeit gerne verzichten, um die nächste Runde einzuleiten, damit wir vorankommen. Danke. Ja, dann starten wir die nächste Runde. Jeder hat wieder Konto. Ich sage einfach mal Wechsel 4.
Ist es nicht Zeitvergeudung? Jetzt meine Ansprache an die Außerparlamentariker, wo ich zwar auch große Sympathie zu habe, aber ich habe mehr Sympathie zu den Parlamentariern, die heute anwesend sind, sozusagen. Ist das nicht reine Zeitvergeudung, außerparlamentarisch, wie mit, was Öffi gemacht hat, mit Rita Süssmuth zu sprechen, statt parlamentarisch zu versuchen, neue Realität zu schaffen? Wechsel. Ja, da kann ich gleich Wechsel 2 zu sagen. Neue Realität schaffen, das ist ja eigentlich das, was ich gerade eben mache, weil ich, also keiner von uns wird jetzt das bestehende System ja als die Lösung ansehen, sondern es ist gerade das, wo wir sagen, vielleicht gibt es gar keine Lösung mehr so stark, wie dieses System die Menschen einsaugt und dressiert und hypnotisiert und wie auch immer. Also ich bin voll der Fan von dem schönen Spruch: Wenn du etwas verändern willst, dann kämpfe nicht dagegen, sondern schaffe eine Alternative, die es ersetzen kann. Und deshalb wollen wir ja die aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen vorleben, die, wenn ich es richtig überblicke, am Ende für alle Theorien als die Ziellebensweise anzusehen ist. Wechselwunsch. Ja, gern. Wechsel 4. Ja, ich bin auch für die Kommune, aber als Folge der Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, wenn die vorteilbringenden Irrtümer, die Gehirnwäsche der Bevölkerung so zurückgegangen ist, dass sie schon wieder kommunefähig geworden sind. Ich schätze im Moment die Menschen so ein, dass es zurzeit nicht möglich ist, eine neue Lebensrealität mehrheitlich zu schaffen durch funktionierende Kommunen. Wir schaffen es ja noch nicht mal, wenigstens mal ein paar hundert Leute in Kommuneprojekten anders leben zu lassen als die Mehrheit der Bevölkerung. Von daher sage ich, im Moment ist für mich der parlamentarische Weg die erste Priorität. Wechsel? Ja, Wechsel 3. Wechsel 3? Ich wollte jetzt auch nochmal zu ES was sagen. Muss ich mal kurz mich konzentrieren. Genau, also zu ES wollte ich sagen, ja, ich finde die Frage auch interessant oder auch was Sie gesagt haben oder Sie oder du, wie auch immer, dass wir halt auch erstmal untereinander eine Struktur brauchen, wie wir miteinander leben können, leben wollen. Und da schließe ich dann auch wieder zu Öffi an, der meinte, dass wir diese Systemalternativen auch selber vorleben müssen oder eine wenn wir jetzt, sage ich mal, das alte System ablehnen, dass wir dann die Alternative leben, um dann auch voranzukommen. Und da ist dann immer die Frage, also wie viel kann man noch den Fuß auf dem alten Karussell mit drauf haben, in Form von Bankkonto und Wohnungmieten und sonst was? Oder wie weit muss man die Füße dann wirklich mal endgültig vom alten Karussell runternehmen, um dann auch wieder zu neuen Ufern aufbrechen zu können? Das ist halt immer dann die Frage. Also ich meine, jetzt bei Öffi und mir ist es so, dass es relativ ja, oder ziemlich, ziemlich ausgestiegen erstmal so die Situation ist, also mit dem Staatsaustritt. Und ja, also das ist dann halt die Frage, wie weit muss, oder doch, also ich denke schon, dass man sich selber erstmal sehr, ja, ich bringe den Satz kurz zu Ende, dass man sich selber sehr radikal bei sich selber anfangen muss, damit man dann auch Erfolg hat für den Wandel. Ja, genau. Wechsel 4. Erleben wir nicht jetzt auch schon hier mit nur 5 Menschen die totale Zersplitterung aller alternativen Bemühungen? Die 120 Parteien sind zersplittert und wir haben es lange diskutiert über das Thema eines Wahlbündnisses und es gibt ja schon dieses vorbereitete Wahlbündnis und so weiter.
Und die Alternativen, die Außerparlamentarischen, sind auch nochmal zersplittert in 100 Gruppierungen. Ist das nicht so, dass wir alle nichts ändern werden, weil wir alle aufgesplittert sind auf 200 verschiedene, sich völlig teilweise parallel arbeitende? Es ist ja nicht völlig parallel, weil Öffi ja sagt, er findet die GDÖ-GWO-Kombi grundsätzlich unterstützenswert, er unterstützt ja auch die Partei des Gemeinwohls, aber dass wir eigentlich alle zersplittert nebenher laufen, während die soziale Marktwirtschaft als System einheitlich weiterläuft und durch uns gar nicht irritiert wird, weil wir 200 Splittergruppen sind. Wechsel, ja? Wechsel 2. Ja, wir haben viel zu viel Zersplitterung. Aber das macht doch aus meiner Sicht es dann umso mehr sinnvoll zu gucken, wo sind die roten Fäden oder wo sind die Hauptwege oder was ist das eigentliche Ziel, wo die Menschen sich, also wenn überhaupt eine Alternativentwicklung gelingt, wo sie sich dann wieder hinorientieren und sammeln müssen. Und da sehe ich ja die Reformideen von dir oder vom Weltrat innerhalb der Reformkonzepte schon als die rotesten oder zentralsten Linien oder Nervenbahnen. Und den Weg, einfach das Ziel zu leben, also wenn wir Menschen dieses Ziel irgendwann erreichen wollen, und auch wenn du jetzt sagst, die Masse kann es jetzt nicht, will es jetzt nicht, wie auch immer, aber ist doch gut, wenn die es jetzt direkt schon können, dieses Ziel in anschaulicher Weise, wie so ein Stern, auf den man sich hinorientieren kann, schon mal vorleben, schon gar, wenn es sie ja gar nicht davon abhält, gleichzeitig auch dann so kraftvoll, wie sie können, also sich dafür einzusetzen, dass für die Menschen, die noch nicht in Kommune leben wollen, die bestmöglichen Reformkonzepte doch endlich mal angewendet werden sollten. Zum Beispiel, wofür ich mich da durchaus immer wieder und auch mit Bekannten von mir, mit meinem Freund, der Arzt ist, ich setze mich da immer wieder für ein, dass man mal anfangen würde, einfach mit so einem regionalen Modellkonzept, Modellprojekt eben auch von wegen Hausarzt, Vertrauenskommune, und wie kann dann eine Logik der Wohlfühlstimme sich auswirken. Und wenn es erstmal eine relativ kleine soziale Einheit ist, aber ich glaube, dass da dann auch unter den Reformkonzepten davon viel Ausstrahlung ausgehen kann. Und die Kommune kann immer als der Zielstern Ausstrahlung geben. Ist jedenfalls besser, wenn man sowas dann hat, als wenn man es nicht hat. Wechsel 4. Ja, also wie gesagt, ich habe ja selbst so mal im kleinen Bereich, ich habe ja sogar selbst mal ein Praxismodell entwickelt und bin damit auf den Markt gegangen in der Mainzer Region mit einer neuen, mit der Gesundheitsreform nach dem GWÖ-GWO-Kombi-Prinzip. Ja, aber der Witz ist, wenn sowas klein ist und nicht vom ganzen Staat kommt, dann kriegt man es leider gar nicht in Gang, weil die Leute höchstens mitkriegen, wenn in der Tagesschau und in heute, wenn da ein neues Gesundheitssystem angekündigt wird, dann beschäftigen sie sich damit, dann wissen sie, wie die Spielregeln sind und dann kann es funktionieren. Aber in so einer kleinen Region, so eine kleine Geschichte, das haben wir leider immer gesehen, das scheitert allein schon an der Kleinheit. Wechsel. Also dann nehme ich das Thema mal auf, Wechsel 6. Und zwar dahingehend, dass die Kleinheit, es gibt Artabana. Artabana ist ein Zusammenschluss einer Sozialkasse nach dem Solidaritätsprinzip, das Bestandsschutz hat, weil es bereits vor der Krankenkasse existiert hat. Das könnte man als kleine Einheit mal versuchen und versuchen auch zu analysieren. Ich bin immer skeptisch, wenn jemand sagt, das funktioniert nur im Großen. Es gibt sicher immer kritische Massen, aber bei Artabana hat man schon einen sehr guten Richtwert, mit welchem Personenkreis es ausreicht, ein alternatives System zu leben, also Krankenversicherung in dem Fall. Das war jetzt nur zur Ergänzung. Ja, Wechsel 2. Oder wenn der Henning erst will. Ja, ich möchte nur ganz kurz was dazu sagen. Alles, was groß ist, hat klein angefangen. Nur mal so, ja. Und momentan sind wir energetisch gesehen oder betrachtet im Chaos, wo sich alles neu ordnet. Und diese Neuordnung fängt überall im Kleinen an und wird etwas Großes. Und
das, was einmal Staat war oder sich Staat nennt, sind nur Firmen. Und die Firmen werden alle abgewickelt bzw. sind abgewickelt. Und es wird auch weder einen König geben, noch eine Königin, noch wird es einen Papst oder noch ein was anderes geben. Die Firmen sind abgewickelt. Schaut euch den Link an, den ich reingestellt habe im Chat. Und die Neuordnung ist eben, dass wieder alles mit der natürlichen Resonanz wieder oder mit der sich natürlich bewegenden Energie in Resonanz geht. Weil das ist durch die Staaten und Vorschriften und Gesetze durcheinander gebracht worden. Deswegen haben wir dieses Chaos. Und wenn wir das Prinzip Leben und Prinzip Vorschriften von Staaten einmal auseinandernehmen, dann ist das eine energetisch und die Vorschriften sind reine Fiktion. Hat man sich ausgedacht, um eben Geld zu generieren. Etwas, was gilt, aber nicht was wirkt. Und das dürfen wir erkennen. Und dieses Erkennen kommt durch dieses Chaos, was wir momentan haben, von der Unbewusstheit, dass wir jetzt auch wieder in die Bewusstheit gehen. Und die Bewusstheit ist halt eben einfach, dass wir eine Lichtsubstanz sind, dass wir eine Menschheit sind und dass wir eine Einheit werden. Aber da darf jeder bei sich selber anfangen. Und dass jeder bei sich selber anfangen, ist das Kleine, was momentan passiert. So, und damit gebe ich weiter. Ja, Wechsel 2 könnte man dann sogar sagen. Ich füge einen Spruch hinzu. Es gibt ja den flotten Spruch, glaube es nicht, wenn dir jemand erzählt, dass einzelne oder kleine Gruppen keine größeren Veränderungen in der Geschichte auslösen konnten. Alle Veränderungen der Geschichte haben so angefangen. Ja, immer beenden mit Wechsel, damit die anderen Bescheid wissen. Okay, Wechsel. Wechsel 4. Wir sehen ja jetzt schon, gell, auch mein Hinweis an Nummer 6 sozusagen, gell, ein Teil der alternativen Szene interessiert sich gar nicht für den parlamentarischen Weg oder den Gesetzesänderungsweg, um politisch über Parteien sozusagen die Gesellschaft zu reformieren, sondern wie gesagt, es gibt teilweise 200 verschiedene Wege in der Gesellschaft, die aber alle keine Kraft gewinnen, weil sie sich nicht annähern können, sondern die einen bleiben außerparlamentarisch, die untereinander sind schon unterschiedlich und können sich nicht einigen, die Parteien, 120 Parteien können sich nicht einigen. Und das macht es so schwierig und da sind wir dann wieder an dem Punkt, dass ich ja manchmal auch sage, vielleicht haben wir gegen dieses System keine Chance, weil dieses System unsere Gehirne derart verwirrt, dass wir alle nur noch durch die Gegend irren. Wechsel. Wechsel. Ja, Wechsel. Ja. Oder, nein, ja, okay. Nicht. Ja, kurz, was mir noch dazu einfällt. Ich fand das jetzt interessant. Das kann ich ja kurz mal erzählen. Ich habe heute, wo ich dann vom Camp zum Bahnhof Zoo gelaufen bin, habe ich dann zufällig einen Kollegen getroffen auf dem Weg und mit dem habe ich mich dann auch unterhalten, so ein bisschen über die Situation. Und da habe ich dann auch so gesagt, das Zeitalter des Chaos, und jetzt hat Henning halt auch Chaos gesagt, das war jetzt ein kleiner Wiedererkennungswort gerade gewesen, und da stimme ich auch zu. Also dieses Chaos, diese Verwirrung, diese und die daraus resultierende notwendige Neuorientierung. Und sehe ich ähnlich. Und ich denke, dass da eben genau diese geistige Klarheit und Konzentration weiterbringen kann, um eben auch wieder diese Zersplitterung in Richtung Verbindung untereinander bringen zu können. Wechsel. Wechsel 4. Ja. Ich bin heute vorbeigestolpert am Rudolfplatz bei uns in Köln, an der großen Demo, auch von dem gleichen Camp, wo ihr jetzt in Berlin seid, also auch mit Corona nachdenklichen Menschen. Ich habe nur zwei angesprochen und habe sie über das Prinzip der GWÖ-GWO-Kombi kurz informiert, Flyer gegeben, und die haben gesagt, das ist genau das richtige Prinzip. Gutes tun müssen wir realpolitisch belohnen. Eine Dame hat die Basis angesprochen als Partei und so weiter.
Und ja, auf der einen Seite ja, aber trotzdem wird morgen die alternative Szene wieder noch im Chaos enden oder weiterlaufen. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also ich wollte noch hinzufügen zu vorhin, wo es darum ging, wie sehr besteht die Gefahr, dass man verwirrt nur durch die Gegend läuft. Da glaube ich, dass eine ganzheitlich vernünftige und aufs Ganze gesehen sinnvolle und verantwortliche Lebensweise die beste Möglichkeit bietet, aus den verworrenen Geisteseinstellungen rauszukommen. Also für die Beteiligten selbst und auch eben als Beispiel für andere. Also für mich bedeutet ja das Bemühen um so ein Aussteigerleben, so eine aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune oder Verantwortungskommune, Freiheitsreservat, wie man es auch nennen will. Für mich bedeutet das ja, dass man sich um diese Ganzheitlichkeit bemüht. Und die fängt ja tatsächlich im eigenen Inneren an mit bestmöglichen Methoden der Orientierung. Und da habe ich ja als erstes das organische Denken, was ich da anbieten kann. Also immer auf die jeweils wichtigste Frage, die man finden kann, die bestbegründbare Antwort suchen. Und alleine das gibt aus meiner Sicht wie so einen Zentralschlüssel eine gute Entwicklung im eigenen Innenleben frei. Also von daher, das gehört ja dazu, zu diesem kleinen Anfang, zu diesen Modellgemeinschaften des eigentlichen und am Ende erwünschten Zieles, dass das von innen wächst, auch mit diesem sich ordnen und dieser Wachstumsfähigkeit, die man in sich freilegt. So. Ja, Wechsel. Ja, Wechsel 5. Das Chaos, was wir erleben, ist letztendlich nichts anderes als wie ein Dinosauriersterben, weil die Politik, die sich global ausgebreitet hat, ist so groß geworden, dass sie ja alle Politikverdross macht. Vor allen Dingen gerade jetzt die Auswirkungen von Corona. Beziehungsweise nicht von Corona, sondern von Impfen oder Impfnebenwirkungen. Und das zeigt eigentlich, dass also dieses Geschäftsmodell, Impfstoffe zu verkaufen, nicht mehr funktioniert. Und das natürliche Prinzip ist eigentlich Schenken und Helfen. Und da gibt es nichts anderes. Alles andere ist letztendlich Korruption, ist Teilung, ist Spaltung. Und die Zeit der Spaltung ist vorbei. Wir gehen wieder in die Einheit, in die Bewusstwerdung. Und die Bewusstwerdung heißt eben, dass alles, was ist, Licht ist. Und dass ich Teil von diesem Licht in einem Ganzen bin. Und wer das erkennt, der geht auch mit seinem Mitmenschen, auch mit seiner Umwelt, mit Tieren ganz anders um, weil er weiß, es gehört, ist Teil von mir mit in einer Bewegung des Lichts. Und diese Ausstrahlung, diese Bewegung ist etwas Natürliches. Es ist mein Firmensein, das ist mein Talent, das ist meine Begabung, die ich nachgehen muss. Und die Menschen wollen wieder ihr Talent nachgehen und nicht irgendwelchen Verkaufsinteressen. Das bringt sie aus ihrem Rhythmus, das korrumpiert sie. Und dieses Geld ist immer ein minderer Wert gegenüber dem Lebenwert, das Leben selber ist oder beziehungsweise dem Lichtwert der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit existiert nur im Nun und im Jetzt, im ewigen Moment der energetischen Wandlungsprozesse, wo Energien sich wandeln und sich bewegen. Und diese Bewegung findet nur im Jetzt statt. Irgendwelche Theoriemodelle für morgen oder für übermorgen, die haben keinen Wert und die haben auch keinen Bestand mehr, die aus irgendwelchen veralteten vergangenen Jahren sind. Das bringt eigentlich nichts mehr. Das ist jetzt alles am Einstürzen, weil die Leute oder das Menschen oder das Leben an sich, das Licht, in seiner Bewegung wieder in Harmonie geht. Es war total auseinander. Wir haben uns eigentlich selbst von dem Leben abgespalten, indem wir Bedingungen eingegangen sind, durch Arbeiten für Geld, durch was weiß ich, irgendwelche Bedingungen, dass wir uns von dem, was wir eigentlich werden möchten oder sein möchten, einfach abgespalten haben. Dass wir aus Gefallen für irgendjemanden uns in der eigenen Lebensqualität gemindert haben. Das ist die Korruption. Die ist nicht nur im Geld, die ist auch im Energetischen. Aber im Energetischen ist diese Korruption aufgehoben. Das heißt, es wächst wieder zusammen. Und ich finde es auch sehr wichtig zu sagen,
oder das, was man sagt, die Worte, die man sagt, auch achtsam auszuwählen, weil die Bedeutung der Worte ist letztendlich, die Bedeutung der Worte ist letztendlich das Wesentliche, was auch wieder den Zusammenhalt macht. Wenn ich in gemein spreche oder gemein bin, indem ich jemand anderen was antue oder täuschen will, in dem Sinne, würde ich dieses Wort einfach gar nicht mehr benutzen. Ich rede nur noch vom Zusammenhalt. Und damit es wieder was Neues zusammenwächst, was Gutes zusammenwächst, müssen wir wieder zusammenhalten. Aber auf einer ganz anderen Basis. Und zwar auf der Basis des Lebens und nicht auf der Basis von irgendwelchen fiktiven Geld oder Wirrungen. So, jetzt bin ich fertig, gebe ab. Wechsel. Wechsel 4. Ja, wir sehen ja das Durcheinander. Der Henning hat zum Beispiel aus meiner naturwissenschaftlichen Sicht völlig ohne Not eine neue Physik, die er betreibt mit etlichen anderen Menschen, wofür ich keine Begründung sehe. Und dann sehe ich bei Öff und bei Yannick eine Geisteswissenschaft, die aus den Manipulationen der Sozialsparten besteht, aus meiner Sicht. Und so haben wir ein kunterbuntes Geschehen. Und jetzt ist meine Zeit zu Ende für diese Runde. So, Wechsel 6. Ja. Ich will mal Folgendes sagen. Ich würde das so sagen. Wir brauchen einen Slogan. Und die Briten haben einen sehr schönen Slogan. Britannia rules the waves. Britons never will be slaves. Und wir bräuchten eigentlich so ein Mantra, ich will das mal so in diese Höhe hochheben, dass wir alle wirklich sagen, Deutsche sind keine Sklaven oder Deutschbekennende, weil Britons bedeutet mehr als nur die in England geboren sind oder in Wales und so weiter, dass wir mal so einen Überbegriff haben, dass wir generell in unserer Bewegung, ob parlamentarisch oder nicht, eine Botschaft oder ein Slogan oder ein Mantra entwickeln. Das bedeutet, wir sind nie Sklaven. Und das bedeutet generell zu keinem gegenüber, weder der Pharmaindustrie, noch einer Regierung, noch einer Kommune, sondern dieses Grundsätzliche, und das fehlt, diese Distanz zu den angeblich, der Staat kann alles regeln. Ich komme wieder zu dem ersten Satz hinzu, und da brauchen wir ein Mantra. Und das ist irre wichtig, weil es das Bewusstsein stärkt, anders an Dinge heranzugehen. Mehr möchte ich mal nicht sagen. Wechsel, bitte. Ja, dann würde ich mal sagen, Wechsel 3. Zu dem Thema, dass jetzt dieses Leben als bedingungsloser Schenker eine Sozialsparte sei, verbunden mit, ich nehme mal an, dass du, Dylan, auch denkst, das sei verbunden mit einem vorteilbringenden Irrtum. Naja, das wäre dann ja nur der Fall, wenn eine Sparte durch unsere Lebensführung auch profitieren würde. Ich sehe aber nicht die Möglichkeit, dass irgendeine kapitalistische Sparte durch das Leben eines existenziellen Schenkers überhaupt profitieren kann. Wechsel. Alle haben noch Zeit, außer 4 und 5. Ja, ich kann ja Wechsel 2 an der Stelle sagen. Ich halte auch die Theorie, dass das ausgestiegene Schenker-Dasein von Sozialsparten so manipuliert wird, für nicht besonders gehaltvoll, weil erstens, wer profitiert davon, wer kann das noch ausnutzen, wenn Menschen einfach frei selbstbestimmt jeglicher fremdbestimmenden Herrschaft und Manipulation, soweit sie erkennbar sein kann, sich entziehen, jedenfalls auch der Manipulation des Geldes. Ja, was? Ja gut, dann kann ich noch zu Ende machen. Aber viel wichtiger ist, egal wie man das interpretiert, dass man einfach gucken kann, leben die Leute etwas, was ja arbeitsteilig sich ergänzen kann mit anderen Ansätzen der Weltveränderung? Sind da positive Effekte möglich und die einfach zu nutzen? Wechsel. 3 und 6 haben noch Zeit.
Können aber auch weitergeben in die nächste Runde, wie Sie wollen. Ja, also ich gebe für meinen Teil jetzt erstmal schon mal weiter. Also, du könntest mir Yannick mal ein paar Sekunden noch geben. Jetzt ist zu spät. Oder so jetzt gerne, ja. Weggedrückt. Weil sonst kann ich will nur einen Spruch noch hinzufügen, nämlich dass die Sozialarbeiter sogar ein Versprechen ablegen bei ihrer Berufsausübung, dass sie nicht nur die Bedürftigen unterstützen, sondern sie wieder sozusagen zum sich eingliedern ins System bringen wollen und sowas. Das heißt, die haben sogar einen Berufsethos, was sie nicht darauf abzielen lässt, Aussteiger zu produzieren. Ja, Wechsel 6, ich habe ja noch ein paar Sekunden, die möchte ich noch nutzen. Dieses Verhältnis, wie wir miteinander umgehen, das sind die grundlegenden Fragen, die wir klären müssen und die auch im Fluss sind. Vielleicht könnte man aber jetzt noch ergänzen in der nächsten Runde die Werte, die wir dafür benötigen. Oder sagen wir mal, benötigen ist so ein utilitaristischer Ansatz, vielmehr die Werte, die wir gerne gelebt haben möchten, als Grundvoraussetzung. Und dann würde ich abgeben in die Runde 3. Wechsel 6 zu Ende. Wechsel 4, neue Runde beginnt, alle haben volle Konten, ja? Wechsel 4. Ja, das zeigt mir, dass ich jetzt 2 Jahre habe ich versucht, Öffi und Yannick und Luis und so weiter, die Grundbegriffe moderner naturwissenschaftlicher Spitzenpsychobiologie und Evolutionspsychologie beizubringen. Und es zeigt mir, dass davon nichts hängen geblieben ist. Ich wiederhole es noch mal ganz kurz, auch wenn es noch so sinnlos ist. Die Sozialspartler profitieren davon, wenn in einer Gesellschaft mehr Armut, mehr Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit entsteht, weil es dann mehr Klientel gibt und dann neue Stellen geschaffen werden. Und das Wechsel auch von mir. Wir sind doch gar kein Klientel, an uns können sie doch nichts verdienen. Genau, die können nichts verdienen an uns. Ja, wieder Wechselwunsch. Wechsel 4. Ja, das wäre gut, da wäre es jetzt sinnvoll gewesen, mich ausreden zu lassen, denn die Mechanik ist so, dass die Sozialspartler die Idee der Verbesserbarkeit des Menschen über seine genetische Natur hinaus ausgebreitet haben, die Geisteswissenschaften manipuliert haben und verwirrt haben in diese Richtung und dass dann wir die Idee haben, wir könnten die ganze Menschheit zum völlig vergeltungslosen und bedingungslos liebenden Schenken geben, ohne Eigennutzkriterien sozusagen. Und dadurch kommt es zu gesellschaftlichen Experimenten, die notwendig so scheitern müssen wie die DDR, bei der man versucht hat, den sozialistischen Menschen neu zu generieren. Und dieses neue Modell und diese Gesellschaft, die dann scheitert, die produziert wieder mehr Arme und die einzigen, die davon gewinnen, sind die Sozialspartler. Und das habe ich schon ungefähr 100 Mal versucht zu vermitteln. Wechsel? Ja, kann ja sein. Nur, du sprichst mit Leuten, die leben es erstmal. Und solange sie leben, kann das System an ihnen nicht verdienen. Und sie beweisen sogar, egal ob genetisch oder nicht, dass man diese andere Einstellung haben kann, sein eigenes Leben danach gestalten kann, anfangen kann, Gemeinschaftsleben und auch Entscheidungsstrukturen, also eine andere Systemlogik zu entwickeln. Wechselwunsch. Das heißt also, das, was lebt und was auch zumindest jetzt in meinem Falle Jahrzehnte nicht dem System eben sowas einspeist. Das ist ein schlechtes Beispiel dafür, wie das System dadurch Manipulation seine Vorteile zieht. Wechsel. Wechsel 5. Ja, Dylan wollte erstmal jetzt was sagen. Ja, genau, und danach Henning. Ja. Wechsel 4, okay. Nur ganz kurz. Ja, Öffi, ihr lebt das einerseits, aber ihr kommuniziert es auch andererseits. Die Idee nämlich eines in seiner Größe wachsenden Menschen, der quasi über die egoistische Natur eines Löwen hinaus zur vergeltungslosen Schenkerwesen wird. Und allein diese Idee verführt andere zu entsprechenden Gesellschaftsexperimenten. Und das hat dann wieder die Armut und eine scheiternde Gesellschaft zur Folge. Wechsel.
Ja, Wechsel 5. Wechsel 5. Also, wenn wir von System reden, von welchem System reden wir? Von einem Vorschriftensystem oder von dem System, dem natürlichen System des Lebens? Und das Leben ist einzig und allein das Ausbreiten oder die Ausfaltung oder die Bewegung von Licht und sind reine energetische Prozesse. Und da wir wieder bewusster werden und auch in eine lichtvollere Zeit kommen und auch einen lichtvolleren Raum kommen, passieren geistige Entscheidungsprozesse durch die Natur, durch Epigenetik, durch, wie es mir auch passiert ist, epigenetische Wechsel Prozesse. 6, Wechsel Und 6. was? Wechselwunsch von 6, ja. Ja, Henning, bitte. du kannst den Satz noch zu Achso. Ende machen und dann wechseln. Henning hat jetzt schon gestoppt, also Wechsel 6, ja? Okay, Wechsel 6. Ich sage, die Epigenetik, das ist ein sehr interessantes Feld, hat aber einen Haken. Man weiß, dass man die Epigenetik beeinflussen kann durch Ernährung. Alle anderen Veränderungen, das sind 90 bis 95%, da weiß man es nicht, was der Auslöser der Veränderung ist und was es steuert. Man ist sich bekannt, man weiß das aus der Wissenschaft, dass viele traumatische Erlebnisse, Hungerkrisen, übertragen werden auf folgende Generationen. Man weiß auch, dass es steuerbar ist, also veränderbar ist, sogar während unserer Existenz. Aber bis auf die Ernährung weiß man keinen anderen Faktor. Es gibt wohl noch einen Faktor, den man auch noch ändern kann. Also der ist der Auslöser ist, dass man die Epigenetik in seinem Körper verändern kann. Aber 95% weiß man nicht. Und deswegen ist das ein sehr dünnes Argument. Wechselwunsch, Wechsel 4. Wechsel, ich möchte ganz kurz darauf antworten zur Wechsel 4, ich will direkt Epigenetik. darauf antworten. Ich habe schon bei der letzten Sitzung versucht, klarzumachen, dass es auch den geisteswissenschaftlichen Missbrauch von Epigenetik, von Quantenphysik und ähnlichen Dingen gibt und habe auch schon versucht, erfolglos darauf hinzuweisen, wie Nummer 6 gerade. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Epigenetisch, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin epigenetisch umprogrammiert worden in der Nazca-Wüste aus heiterem Himmel. Und was mir passiert ist, ist auch fast jedem Nahtoderlebnis passiert. Und diese epigenetische Umprogrammierung bei Nahtoderlebnissen ist letztendlich auch ein Beweis und Beleg dafür, dass das, was der Dr. Volkhammer gemessen hat, diese 600 Gramm, die sich während des Schlafens sich vom Leib lösen, mehr Einfluss auf unseren Leib hat, als wir glauben. Und Bewusstwerdung hat etwas damit zu tun, dass wir aus unserer Selbstprogrammierung uns herausheben können in eine, in dem Flow des Lebens, in dem Bewusstwerden, wer ich bin, was ich bin und was ich auch momentan denke, dass ich also den Denkeinflüssen nicht mal meiner Selbstprogrammierung unterliege, sondern meinen freien Willen entfalten lassen kann. Das ist das Wesentliche, was momentan auch stattfindet. Und ob ihr das glaubt oder nicht glaubt, ist euer Problem, nicht meins. Wechsel 4. Warst du fertig, Henning, ja? Ja. Wechsel 4. Ja, die höchste Stufe der Geisteswissenschaften ist der Kreationismus. Da sagt man, die ganze Naturwissenschaft, die ganze Evolutionsbiologie ist Satans und ist völlig in Irre führen. Und da schafft man sozusagen neue Realitäten. Aber das ist eben genau das im Zentrum der Fehlentwicklung unserer Kultur steht für mich, dass die Sparten innere Sicherheit, die allesamt leben von den Rechtsstreitigkeiten vor Gericht, dass die uns aufhetzen zu glauben, dass es da irgendwelche Verbrecher und Verschwörer gibt, die sich alle gegen uns verschworen haben und so weiter, die wir vor Gericht stellen müssten und die wir anklagen müssten und verurteilen müssen. Frau Merkel muss verurteilt werden und vor Gericht gebracht werden und so weiter. Das ist eine Manipulationsschiene, die ganz groß ist in Deutschland. Und die zweite Manipulationsschiene, die ganz groß in Deutschland ist, sind die Sozialspartner, die uns glauben lassen, wir könnten den Menschen zu einer höheren
höheren Ebene bringen, weil ja die Naturgesetze nicht stimmen. Die Kreationisten quasi sagen, dies gibt's gar nicht. Es gibt gar keine evolutionären Naturgesetze der Genetik des Menschen, die ihn zu einem gewissen Eigennutz zwingen, sondern davon ist er völlig frei, denn das gibt's ja alles nicht. Und insofern dann die Vorstellung, wir könnten den Menschen höher entwickeln, was in der DDR kläglich gescheitert ist, wodurch dann die Wirtschaft zusammengebrochen ist und eine ganze Menge armer Menschen entstand, die jetzt auch im Osten heute noch von Sozialberuflern betreut werden. Wechsel 3. Aber mach du ruhig erst, Henning. Ja, ich möchte nur eine Frage einwerfen. Was definierst du zwischen arm und reich? Den informativen Gehalt eines Menschen in seinem Bewusstsein oder in Form von finanziellen Mitteln in Geldwerten? Wechsel 4. Also ich selbst definiere als arm, dass ein Sozialspartler Geld dadurch verdienen kann, dass er und Karriere machen kann, dass er diese Person betreut. Wechsel. Ja, also dummes Gelddenken. Ja, die Realität der heutigen Gesellschaft, dass ganz viele Sparten der Gesellschaft Interessen haben am Elend anderer Menschen, genauso wie der Arzt ein Interesse hat an der Krankheit des Menschen, weil er da am meisten verdient, hat der Sozialspartler ein Interesse an der Armut vieler Menschen, weil er da am meisten verdient. Wechsel. Wechsel 5. Ja, nur ganz kurz. Das sind alles Geschäftsmodelle, die in Geld denken. Und die sind gerade am Sterben. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt. Es wird alles abgewickelt. Alle Staaten sind Geschäftsmodelle und die werden abgewickelt. Das politische Denken wird ein Sterben haben. Versteht es bitte. Und ich sage nicht nur ich, das sagen auch andere hohe Politiker oder Diplomaten. Wechsel 4. Gerade sind 9 neue Milliardäre durch den Pharma-Skandal entstanden, durch den Impfskandal. Ich finde, die blühen ganz schön auf, die ganzen Geldleute. Wechsel. Also Wechsel 6 hat da was zu sagen mit dem Geld. Ja, Wechsel 6. Ja, Wechsel 6. Ich war gerade aus dem Konzept. Das mit dem Geld, dass das zusammenbricht. Moment. Ja, weil wir ein Problem haben einer Veränderung. Früher gab es den Wert und dann kam das Geld. Jetzt haben wir das Geld zum Wert gemacht. Und das korreliert nicht mehr, also allein durch die Geldmengenvergrößerung und so weiter. Und genau das, was gerade Wechsel 1 oder so angesprochen hat mit dem Spritzen, ich nenne es nicht Impfen, ich nenne es bewusst Spritzen, dass man damit viel Geld machen kann. Also da ist eine Verschiebung, hat da stattgefunden, ohne Wert, ohne dass es bewertet wurde, sondern rein aus der Umsatzfähigkeit, also der Cashflow. Aber gut, das war's. Wechsel. Alle haben noch Zeit. Ja, Wechsel 3. Wo wollte ich denn jetzt drauf eingehen? Ich habe jetzt gerade irgendwie den Faden verloren. Ich wollte vorhin was sagen. Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich gebe mal wieder Wechsel in die Runde. Ja, Wechsel 5. Der Cashflow ist die Korruption, dass in Geldwerten, die eigentlich kein Leben sind, das Lebenswerte korrumpieren, zerstören, minimieren. Und gerade diese Krise, die letzten 2 Jahre, hat es nicht besser gezeigt, dass dem so ist. Was wollt ihr eigentlich? Geld oder Leben? Wechsel, ja? Wechsel? Ja. Wechsel 4. Ja, das ist mein Dilemma. Ich habe mich ja geistig eigentlich schon von der außerparlamentarischen Opposition außer diesem Sommer-Talk hier verabschiedet, weil ich sage, ich glaube im Moment eigentlich gar nicht, dass wir eine Chance haben gegen dieses kranke Gesellschaftssystem mit all diesen Sparteninteressen, ja, und den Spartenmanipulationen.
Aber wenn wir überhaupt eine Chance haben, dann parlamentarisch und dann eben mit so einem Wahlbündnis realpolitisch über 5% kommen, in ARD und ZDF ganz real auftauchen, daran glaube ich, an das andere glaube ich nicht mehr. Wechsel. Ja, Wechsel 3. Glauben ist ein Mangel an Wissen. Wechsel 3. Ich fand übrigens sehr interessant, Dylan, wie du das jetzt begründet hast, also dieses bedingungslose Schenker-Dasein, wie du jetzt die Begründung oder deine Begründung für die Sozialsparte geliefert hast, die ja auch in sich stimmig erscheint, diese Begründung. Dazu wollte ich sagen, deine Begründung setzt voraus, dass es dann eben auch scheitert. Also wenn es dann scheitert, dann mag das auch stimmig sein mit deiner Begründung, dass dann dadurch dann auch wieder die Sozialsparten verdienen, dass dann sozusagen gescheiterte Sozialexperimente sind. Aber ich sehe das jetzt gar nicht unbedingt, dass das unbedingt der Fall sein muss, dass sage ich mal, dieses Lebensmodell oder diese Art zu leben scheitert, auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie nicht viele schaffen, so, aber ich meine, das würde sich dann ja auch damit decken, wenn du selber sagst, dass die Welt irgendwie ziemlich, also jetzt zum größten Prozentsatz sehr verdorben und verloren scheint in den Fängen des Kapitalismus, dann bestätigst du doch auch dadurch, dass, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich überlege gerade, wie begründe ich das jetzt? Ich sage es jetzt mal nochmal eben, ich gehe jetzt nochmal zu dem zurück, was ich davor gesagt habe. Also, ich sehe es halt nicht unbedingt, als absolute Wahrheit an, oder dass man, und ich finde, man kann gar nicht 100% sicher sagen, dass eben dieses Sozialexperiment scheitert, auch wenn es vielleicht in anderen Formen schon gescheitert ist. Deshalb finde ich diese Schlussfolgerung halt auch nicht als 100% zutreffend, weil man es eben auch nicht 100% sagen kann, dass dieses bedingungslose Schenkerleben scheitert. Und von der Theorie her... Wechselwunsch! Ich bringe es kurz zu Ende. Und von der Theorie her, von rein geistig und von der Logik her betrachtet, ist ja dieses Ideal, kann dieses Ideal ja auch gar nicht scheitern. Wenn man das jetzt von der Logik her aufdröseln würde. Okay, Wechsel. Ja, Janik, ich habe dein Argument verstanden. Wechsel 4. Aber du musst ja andere überzeugen. Und mich hast du nicht überzeugt, dass ein Mensch, der genetisch aus dem gleichen Material gebaut ist wie ein Löwe, und der Löwe zeigt seinen Eigennutz durch Ermordung anderer Löwenmänner und Ermordung von Löwenbabys und so weiter, und da zeigt er seine Eigennutzorientierung. Du müsstest ja sagen können, dass Menschen, die aus der gleichen DNS gebaut sind, plötzlich völlig anders werden könnten als der Löwe. Und das überzeugt mich einfach nicht. Wechselwunsch. Wechsel 5, ja. Der Löwe ist aus derselben Substanz wie Menschen und auch Pflanzen. Aber das ist nicht die Genetik, sondern das Licht, die Informationen. Und die Informationen, das sagt eigentlich auch schon die Bibel, der Mensch ist Leib, Seele und Geist. Das heißt also zwischen Licht, Geist, Seele und Leib, oder beziehungsweise Mensch und Löwe, sind noch drei Zwischenstufen. Und diese drei Zwischenstufen, die muss man eigentlich durch Bewusstwerdung erst einmal erkennen. Und da bist du noch voll im Dunkeln. Entschuldigung, aber das ist so. Genetik ist letztendlich die Seele oder der Geist, aber nicht der Leib, beziehungsweise der Mensch oder der Löwe in seinen Wechsel Eigenschaften drei. Dann. Wechsel 3 habe ich gehört. Ja, Wechsel 3. Ja. Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, dass ja eventuell auch die Wissenschaft, von der du sprichst, an sich ja auch, das, oder ich formuliere es mal als Frage, ich will mich jetzt hier nicht
zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich formuliere es jetzt mal als Frage. Könnte es sein, dass die Wissenschaft eine Sparte ist und damit dann auch wieder irrtumsbehaftet? Fragezeichen. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Der Professor Dr. Franz Hörmann hat eine Sendung gemacht, Zukunft der Wissenschaft. Und was wir derzeit haben oder sich einfach aus diesem Geldsystem heraus, dass sich also sämtliche Wissenschaften eigentlich zu einer Bezahlwissenschaft beziehungsweise Prostitutionswissenschaft gemacht hat. Und das ist das Problem und das Dilemma, was wir haben. Weil wir Piep, piep, halten piep, uns piep. an Vorschriften fest, die wir als Gesetze beschrieben haben, aber wir missachten wirksame Gesetze der Natur. Und die werden gar nicht mehr in der Wissenschaft erwähnt, die werden im Grunde genommen verdrängt. Und damit gebe ich weiter. Wechsel. Alle haben Zeit außer 4 und 5. Okay, von mir aus mal Wechsel 2. Ich greife zwei aus meiner Sicht ziemlich wichtige Sachen auf. Zum einen die Frage, also wie können denn die Menschen so dieses vergeltungslose Schenken, diese globale Liebe und was weiß ich, diese Vernunfteinsicht nach dem Sinn des Ganzen zu leben, wie können sie dazu fähig sein? Ich habe schon oft gesagt, mir ist es eigentlich egal, in welchem Ausmaß dabei genetisches oder nicht genetisches, also unser reales Leben ist ja dann nicht nur durch die Genetik bestimmt, sondern auch durch die Umweltbeeinflussung und so weiter. Also ich lasse offen, wie die Faktoren zusammenspielen. Aber erstens, offensichtlich gibt es Menschen, die diese Einstellung haben und so leben. Und dann sagte Dylan, ja, aber es wird dann so scheitern, dass dann dadurch Armut und so weiter existiert, die in den Sozialsparten dient. Weil das kann nicht ausreichend gelingen. Auf der anderen Seite sagen wir alle, die Bonobo-Lebensweise ist das uns eigentlich artgemäßeste. Und in so einer Lebensweise würden die Schenker auf jeden Fall nicht irgendwie so herausstechen, dass sie da nicht mitleben könnten oder auf die Weise nicht zurechtkommen könnten. Das heißt, es wäre eine Lebensweise, die sehr dem natürlich artgemäßesten entspricht und wo wir heute auch wissen, es gibt ja immer noch auch Naturvölker, die auch heute so existieren. Das heißt, man kann auf keinen Fall sagen, das geht aus Prinzip nicht. Und wenn es im Prinzip möglich ist und wenn es dann dem Ideal, was man als Zielzustand sogar allgemein anstrebt, auch die verschiedenen Seiten hier in unserem Gespräch, wenn man das gleichzeitig sagt, dann bleibe ich dabei. Es ist kein schädliches Element in der Entwicklung, auch der gesamten Veränderungsentwicklung nach vorne, wenn dieser Orientierungsstern, worauf soll das Ganze denn hinauslaufen, was ist denn am Ende die erfüllendste Lebensweise, wenn das von denen, die es offensichtlich in sich haben und auch äußerlich leben können, auch gemacht wird. Und wenn sie von da aus sowohl diesen Zielzustand wie auch die Reformkonzepte in dieser Richtung versuchen, so stark wie möglich zu unterstützen. Kann ich erkennen, warum da etwas dagegen sprechen würde, da bestmögliche Kräftebündelung durchzuführen? Wechsel. Alle haben noch Zeit außer 4 und 5. Können aber auch alle weitergeben, ne? Für die nächste Runde. Ja, also ich würde weitergeben in die nächste Runde, für die nächste Runde. Ja, dem schließe ich mich jetzt an. Das Weitergeben Wechsel 6. Dann hat Öffi noch Zeit. Willst du auch weitergeben bei dieser Runde? Öffi? Ja, ich bin da. Ich musste mein Mikro erstmal einschalten. So, also ich möchte nur noch mal dann plädieren dafür, dass wir bei allen wertvollen Betrachtungen unserer Gegensätze, Unterschiede, Irrtümer und so weiter, was ich für hilfreich halte, damit wir uns da alle weiterentwickeln können zu immer besseren Einsichten, dass wir uns aber auch die Frage oder die Brille sozusagen immer aufsetzen,
Wie können wir bestmögliche Kräftebündelung erreichen? Also wie sind die verschiedenen Konzepte und auch Lebensweisen kraftvollst möglich zu kombinieren, damit die Vorwärtsentwicklung so stark wie möglich vorangetrieben wird? Da haben wir Spielräume, die auf jeden Fall schon nutzbar sind, auch wenn wir noch gar nicht in allen Dingen einer Meinung sind. Da können wir die Irrtümer trotzdem eben auch dabei sagen oder auch vor anderen vertreten. Aber wir sollten sie nicht ausspielen gegen die vorhandenen Möglichkeiten von Synergie und Kräftebündelung. Alles klar, das wäre das. Dann können wir in die nächste Runde gehen. Und die letzte Runde für heute schlage ich vor, dass wir eine 4-Minuten-Runde machen. Dann haben wir kurz nach 10, gell? Ist das okay? 4-Minuten-Runde. Und der einzige Na Unterschied jetzt klar, na ist, klar, alles gut, alles und gut. der einzige Unterschied zu den vorigen Runden ist, dass es jetzt sinnvoll ist, auch schon mal ein Resümee für die heutige Diskussion zu machen. Wechsel 4. Mein Resümee ist, dass ich bis jetzt nicht den Eindruck habe, als hätte ich irgendwo auch nur einen Millimeter Annäherung heute erzielen können in irgendeiner Weise. Also insofern sage ich, auch die Popper Frag hat es extrem schwer, überhaupt zu Ergebnissen zu kommen. Und an die Nummer 6 möchte ich die Frage stellen: Möchten Sie wirklich an sich versuchen, Ihren Eigennutz loszuwerden und Ihren Egoismus loszuwerden und ein selbstloser, bedingungsloser Schenker gegenüber der gesamten Welt zu werden? Ich möchte das nicht. Und Bonobos möchten das auch nicht. Das sieht man nämlich daran, dass Bonobos Gewaltdurchbrüche und Egoismusdurchbrüche haben. Sobald Bonobos sich nicht genügend von der Gegenseite zurückbeschenkt fühlen, kommt es zum Beispiel bei jungen Männern dazu, wenn sie sich von Frauen nicht genügend liebevoll behandelt fühlen, kommt es dazu, dass sie Aggressionsdurchbrüche kriegen und zum Beispiel Kinder quälen. Dann erkennen die Frauen, aha, wir haben diesen jungen Mann sexuell vernachlässigt. Dann machen sie mit ihm Sex und dann ist er wieder befriedigt und dann hört er auf, die Kinder zu quälen. Wechsel. Also Wechsel 6 nimmt den Wechsel auf. Ich bin für das Individuum und der Ausdrucksfähigkeit des Individuums. Das ist eine Errungenschaft, eben nicht mehr abhängig zu sein von einem Clan, einem Fürsten oder sonstigen Parteigrößen oder sonstigen Größen. Deswegen bin ich schon ein starker Vertreter des Individualismus und der Autonomie, wohl wissend, dass das immer eine Annäherung ist. Und man die Autonomie auch gerne dann für Familie, Kinder und auch Gemeinschaft aufgibt. Das ist ins Inne in einer gewissen Weise. Darüber muss man immer wieder reflektieren im Wertekanon, den man für sich zurechtlegt. Und es ist richtig, wir müssen weiter diskutieren und reden. Wir sind jetzt eigentlich ein Samstagsabends-Kleinparlament, egal ob wir das wollen oder nicht. Und jeder ist im Moment seine eigene Partei. So viel dazu. Wechsel 4. Ja. Kurze Nachfrage. Diese Autonomie, verstehen Sie das auch so ein bisschen als, dass Sie sagen, erstmal habe ich auch meine Wünsche und oder könnten Sie sich auch anfreunden mit der Idee, dass Sie Ihr ganzes Leben zentrieren auf das Beschenken der gesamten Welt? Wechsel. Wechsel 6 antwortet. Das gibt es. Es gibt die Hingabe, das findet man oft bei den Klostern, in Klöstern und bei Frauen für ein bestimmtes Modell des Lebens. Die Problematik liegt darin, wie man selbst Autonomie definiert, bis zum gewissen Grad. Da müssten wir aber auf die soziologische Einordnung, ja, sag mal, in soziologischen Welten eingehen. Ich nenne es jetzt mal Welten und die psychologischen Ebenen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Grundsätzlich ist die Selbstbestimmung zu einem großen Maß zu respektieren. Die wird sich immer einhergehen, solange wir zu hohen Politikern sind, in dem Ausdruck einem anderen gegenüber und im Verhältnis zu anderen. Wechsel 4. Ja, aus meiner Sicht ist halt so,
dass die Sozialsparten die Geisteswissenschaften unterwandert haben mit ihren Manipulationen oder vorteilbringenden Irrtümern, sie dazu gebracht haben, von dem selbstlosen Menschen zu träumen. Dazu musste die Naturwissenschaft aus dem Weg geräumt werden und mit der höchsten Stufe des Kreationismus vom Tisch gewischt werden. Und dadurch wurde dann quasi diesen Gesellschaftsexperimenten vom selbstlosen sozialistischen Menschen Tür und Tor geöffnet, und das führte dann zum wirtschaftlichen Zusammenbruch der DDR. Wechsel. Also ich bin ein strenger Antimarxist und Antikommunist und Antisozialist. Das schließt gerade die Nazis mit ein, um das nochmal zu betonen, weil das in Deutschland sehr wichtig ist. Ich bin aber nicht für einen gnadenlosen Markt. Das muss ein wertebasierter Markt sein, und deswegen würde ich mich selbst einschätzen als Ordo-Libertärer. Gerade weil ich weiß, was Unterdrückung bedeutet. Ich habe erlebt, also selbst erklärt bekommen, was in Familien los war. Ich bin froh, dass ich nicht in einer Familie war, in der Gewalt eine Rolle spielte, sondern große Förderung allen Irrsinns, den ich gemacht habe, mich als Sohn zu haben. Ein Wunder, dass meine Eltern das überlebt haben. Aber das ist in anderen Familien ganz anders. Und seitdem ich das weiß aus Einzelgesprächen und Gruppengesprächen, bin ich baff, wie wichtig doch Autonomie und Selbstverwirklichung ist und nicht die Schuld und die Qual von Eltern auf die Kinder übertragen bekommen zu haben. Ich bin in den letzten 2 Jahren so einer Welt begegnet, die kannte ich vorher nicht, weil ich das ja als persönliche Erfahrung nicht hatte. Ich hatte eine andere Diskriminierungsagenda, wenn man so will, erlebt, aber die hatte mit der Familie nichts zu tun, und da ist das ja besonders schlimm. Insofern ist es klar, Autonomie, Selbstbestimmung, Individualismus mit den ganzen Verrücktheiten, die Kinder auch an den Tag legen, die man auch mal anleiten und führen muss, das gehört zur Erziehung dazu, damit sie in der Außenwelt bestehen können. Gedanklich dürfen sie gerne frei und wild sein, sogar sehr gerne. Wechsel, ja? Wechsel 4? Ja, ich stimme dem Ordo voll zu, weil Ordo, die GWÖ, GWO ist die, für mich die höchste, Kombi ist die höchste Stufe des Ordo-Geschehens. Ich sage immer gelenkter Markt, also freier Markt ist des Teufels, gelenkter Markt mit zum Ziele des Guten für die Menschen hin, das kann funktionieren. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Die Ordnung oder die natürliche Ordnung ist eine Schöpferordnung nach dem wirksamen Schöpfergesetzen. Und die Schöpfergesetze ist mit einem Satz gesagt, ist die Achtsamkeit, ist die Harmonie, ist die Bedingungslosigkeit in der Aufrechterhaltung aller Lebenkräfte im Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht ist im Grunde genommen durch Recht und Vorschriften aus dem Gleichgewicht geraten. Und darauf dürfen wir wieder hinarbeiten. Und diese harmonische Ordnung, natürliche Ordnung, die im gesamten Kosmos herrscht, ist bedingungslos, ist in Liebe, ist in Harmonie und ist in Achtsamkeit. Und wer nur eine von diesen Teilen missachtet, begeht im Grunde genommen schon Korruption. Und wer in Geld denkt, das ist in dieser kosmischen Ordnung überhaupt nicht drin, der korrumpiert umso mehr. Und um aus der Korruption herauszukommen, die also aus Täter und Opfer besteht, das heißt also Täter und Opfer sind letztendlich Täter am Leben minimierender Prozesse, ob als Opfer oder als Täter, beide sind in der Korruption Täter. Steht auch in der Rechtsordnung drin, in der vorgeschriebenen Rechtsordnung. Und wenn wir wieder zu Mitschöpfern werden wollen, dann müssen wir uns vor Ort in der Begegnung einig werden, wie wir zusammenleben wollen. Irgendwelche Theoriemodelle in irgendwelchen globalen Denken hat keinen Wert mehr. Danke, damit bin ich fertig. Wechsel 4. Ja, ich als Naturwissenschaftler sehe im Geld überhaupt kein Problem, denn die Bonobos müssen sich in ihrem Kopf quasi einen Speicher anlegen. Jede Frau legt sich einen Speicher an, welcher Mann in der Gruppe hat mir und den Kindern die beste Nahrung geschenkt, und danach berechnet sie ihre
Zurückleistung, an Liebeszuwendung und Dankbarkeit und so weiter. Und das Geld macht das Ganze aus meiner Sicht nur einfacher. Im Geld liegt für mich nicht das Böse dieser Gesellschaft, sondern darin, dass im jetzigen System Profite auf Kosten der Menschen erlaubt sind, weil die Ordo fehlt, nämlich die Lenkung hin zum Gutes tun. Gewinne nur noch für gute Taten. Wechsel. Ja, Wechsel 3. Schon mal kleines Resümee für mich. Ich nehme von dir, Dylan, jetzt nochmal auf jeden Fall diese genaue Beschreibung aus deiner Sicht des bedingungslosen Schenken und wie du das dann sozusagen in deinem Modell auch erklärst mit den Sparten. Das nehme ich auf jeden Fall mit, auch als Anregung, um da eventuell auch nochmal mir weiter Gedanken zu machen. Und ja, was kann ich noch sagen? Ja, auch bestimmt nicht unschön, dass wir hier jetzt mal mit ein paar mehr Leuten heute Abend gewesen sind. Damit sage ich auch wieder Wechsel und gebe in die Runde. Alle haben noch Zeit. Alle haben noch Zeit. Also Wechsel 6 fängt mal an nochmal ein bisschen. Resümee, und zwar, es fehlt eine Frau in der Runde, wenn wir schon Bonobos und Bonobo-Affen, Männer und Frauen erwähnen. Und das nächste ist, na klar, es ist ja, auch wir sind in einer gewissen Erkenntnis gefangen, auch in unserer Runde hier, weil wir ja aus dem Bereich, den wir bisher erlebt haben, auch mit allen Facetten der Unterschiedlichkeit heraus argumentieren. Das ist immer eine Begrenzung und auch deswegen immer eine Annäherung, aber grundsätzlich fällt mir auf, dass die Regelung des Redezeitpunkts, das möchte ich mal lobend erwähnen, sehr gut ist. Piep, piep, piep. Danke, tschüss. Alle haben noch Zeit, außer Nummer 6. Ja, ich kann mal Wechsel 2. Oder Henning, willst du was? Klar. Ja, mach es. Okay. Ja, ich greife auf, was da an interessanten Sachen jetzt zum Schluss gesagt wurde. Also Dylan, du hast gemeint, also es würde uns doch stärker, also uns, ich sag mal, einfach frei für den Sinn des Ganzen schenkende Schenker, uns würde das doch herausstechen lassen oder nicht so passen lassen in die Bonobo-Gemeinschaft, weil dann da die jungen Männer anfangen, Kinder zu quälen, weil sie sexuell nicht so befriedigt werden. Also bisher hatte ich von dir immer so gehört, dass diese Vergeltungsanteile in den Bonobo-Lebensformen so geringfügig sind, dass es also im Erleben der Menschen eigentlich gar nicht so auffallen würde oder dass da der Unterschied eben nicht so wäre, dass das nicht so zusammenpasst. Aber wenn doch, ja, hast du noch Zeit? Ja klar, gerne, sag was. Ja, gerade deswegen ist es in der Forschung unheimlich wichtig, dass man die seltenen Ausnahmen bei Bonobos sieht, wann sie wieder zum egoistischen Modell wechseln. Und das ist zum Beispiel die grausame Vertreibung und das Todesurteil gegen einzelnen missratenen jungen Männern. Und dann diese Ausnahmesituation, dass wenn Frauen tatsächlich mal einen jungen Mann zum Beispiel vernachlässigt haben, dass der dann sofort wieder auf Egoismus und sogar auf Grausamkeit gegenüber den Kindern dieser Frauen umschalten kann. Das zeigt also, wie brüchig es ist und dass wir trotz der Unauffälligkeit des Zusammenlebens bei den Bonobos trotzdem dahinter immer den Eigennutz als wartenden überfallartigen Zurückkomma immer im Genick haben. Wechsel, piep, piep, piep. Meine Zeit ist um. Ja, Wechsel 2 haben wir, dann mache ich da weiter. Ja, aber der Ausgangspunkt für diese Überlegung jetzt im heutigen Gespräch war ja, kann diese Lebensform überhaupt so existieren? Klappt dann das Zusammensein, das sich versorgen und so weiter? Und da sagte ich, bei den Bonobos klappt es ja und bei Naturvölkern klappt es. Das heißt, man kann doch nicht sagen, es wäre jetzt logisch eine notwendig so einzustufende Strategie, dass dann durch das Scheitern und die Armut die Sozialsparten dann wieder gefüttert werden. Und da würde ich eben sagen, okay, einerseits scheint dann doch, so wie du jetzt redest, die Lebensform bis auf diese Ausnahmen so zu sein, dass das also jetzt nicht groß als gegenteilig oder zu unterschiedlich auffallen würde von so einer Schenkerkommune. Es ist nur kein vergeltungsloses Schenken.
Doch, also jetzt zumindest was das Auffallen angeht, dieser Vergeltung dabei, hast du immer erzählt und sagst auch jetzt, es sind nur Ausnahmen, wo das dann wieder durchbricht. Aber die äußere Lebensform ist nicht so, dass jemand da jetzt nicht gleich behandelt würde mit genug Sexualität und so weiter. Aber ich will auf meinen entscheidenden Punkt hin. Also sowohl die Bonobo-Lebensweise wie auch die Naturlebensweise, die zeigt, dass die Menschen so in menschheitsfamiliären Stämmen leben können, wo familiär geteilt und geschenkt wird, statt anders abzurechnen. Weder kapitalistisch oder Vergeltungstausch noch Wohlfühlstimme oder sowas, sondern da wird einfach familiär geteilt und geschenkt. Und diese Lebensform auf natürlicher Basis ist eine menschliche Existenzform. Und man kann da nicht einfach sagen, das ist logisch so zum Scheitern verurteilt, dass es nur eine Manipulation von Sozialspaten sein kann. Aber das könnte ein Ergebnis der heutigen Sendung sein, dass man das in dieser Ausschließlichkeit und Dogmatik nicht behaupten kann. Und ich lege noch eins drauf. Das gibt ja noch dann ein zusätzliches Plus für die Schenker-Lebensweise, weil wir haben dann nicht diese Brüche. Wir tun ja nicht nur den anderen keine Grausamkeit oder Gewalt an, weil wir genug Sex kriegen, sondern wir tun es aus der Geistes-, aus der Seeleneinstellung heraus, dass wir für den Sinn im ganzen Leben wollen und jedem Lebewesen oder überhaupt jedem Ding seinen rechten Platz und sein rechtes Maß im Ganzen zuerkennen wollen, weil uns das geistig-seelisch am meisten flasht und erfüllt. Also haben wir dann diese Brüchigkeit in der Art und Weise nicht oder diese Abhängigkeit von Sexualvergeltung oder Sexualgenuss, damit wir so verantwortlich sein können. Also im Grunde genommen ein zusätzliches Plus, wo die Schenker-Lebensweise sich stolz und glücklich mitpreisen kann. Ja, das für heute. Ein lebhaftes Gespräch mal wieder. Ich finde es immer spannend. Ich wüsste nicht, wie man anders oder wo man anders so sprechen kann, dass es einem bei der inneren Orientierung, bei der inneren Weiterentwicklung, dem Wachstum gut helfen kann. Ja, insofern herzlichen Dank für heute. Ich freue mich auf das nächste Gespräch und sage Tschüss. Ja, Wechsel 5 nochmal. Ich möchte den Öffi nochmal ergänzen. Da stimme ich dir also vollkommen zu. Mir ist es durch die epigenetische Umprogrammierung passiert. Ich lebe, dass ich im Grunde genommen von Licht oder Lichtnahrung leben kann, um nochmal auf die Frage am Anfang zurückzukommen, wie ich lebe. Und ich habe sämtliche finanzielle Mittel in kongruente Verträge umgewandelt, dass ich also kein Geld mehr bezahlen muss. Es ist einfach die Angebundenheit des Lebens mit dem, wo ich bin, was ich bin und mit wem ich agiere. Alles andere ist eigentlich nur Hirngespinsterei und die wird zusammenbrechen. Und das ist das Denken in dieser Welt, die in Selbstprogrammierung festgelegt worden ist, weil dem Menschen etwas gefehlt hat, und zwar die Anbindung an alle 12 Sinnesorgane, die wieder zurückkommt. Und das ist mir passiert und das wird auch euch noch passieren. Und dann werdet ihr plötzlich von heute auf morgen im nächsten Moment, so wie es die Hopi-Indianer auch sagen, es wird ein Ereignis passieren, das man mit Worten nicht mehr beschreiben kann. Und die primäre Kommunikation ist die Kommunikation des Lichts in sich selber. Das heißt, sie ist nonverbal, also ohne Worte. Und solange wir noch Worte benutzen, sind wir auch in der Trennung, in der Spaltung und in der Dissonanz. Erst wenn wir ohne Worte kommunizieren können, dann sind wir in der Resonanz, und zwar in der Resonanz mit der Naturkraft, die wirkt und die sich auch in Harmonie und in Achtsamkeit bewegt. Und das ist dann letztendlich auch Liebe und Agieren in Helfen und Schenken. Und das ist auch bedingungslos, weil alles ist bedingungslos, weil alles im freien Willen passiert. Und diese Achtsamkeit zu dem freien Willen und der Bedingungslosigkeit kann man nicht in Regeln fassen, was der Dylan immer so gerne macht, in irgendwelchen Beispielen oder sonstiges. Vergiss die Beispiele. Lebe einfach und schalte deine Selbstprogrammierung ab. Genieße das Leben so, wie es ist, im Jetzt und Nun, also in dem ewigen Moment des Seins. Und dann ist Piep, alles piep, gut piep, und dann wird piep. auch alles gut. Und damit wünsche ich auch ein gutes Wochenende für die weiteren Zuhörer. Zwei und drei, zwei hat noch ein paar Sekunden und Ja. drei hat noch Zeit. Ja, dann greife ich das auch gern nochmal Also Wechsel von dem drei, Henning ja. auf. Wechsel 3, genau. Also ja, da schließe ich mich dann gerne an, was jetzt auch diese Bedingungslosigkeit angeht. Auch kann ich auch nochmal sagen zu dem bedingungslosen Schenken. Das ist eben dann auch genau die Lösung für das Problem des Kapitalismus, weil der ganze Kapitalismus basiert und funktioniert
in Bedingung und Abrechnerei. Und das bedingungslose Schenken ist eben genau der Lösungsmechanismus, weshalb ja auch so viel Sinn macht. Ja, und dann sage ich auch nochmal Danke in die Runde und geht weiter oder sag auch Tschüss. Öffi hat noch 17 Sekunden und Janik hat noch Zeit. Ja, ich umarme alle durchs Internet, sage Tschüss, entwickle sich ein jeder so gut er kann und mache er so viel wie möglich Konstruktives mit anderen zusammen, Kräftebündelung und so weiter. Heißester Tipp, immer auf die jeweils wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort suchen. Dann ergibt sich alles, ne, und schaut gerne dafür in unser Internetforum. freie-argumente-kultur.de. Nur noch Janek hat Zeit. Alles klar. Ja, ich sage auch nochmal Danke und wiederhole auch gerne nochmal unser Internetforum freie-argumente-kultur.de. Und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Abend. Tschüss. Ja, also dann sollen wir alle nochmal Tschüss rufen und dann stoppen wir die Aufnahme, ja? Also, alles klar. Tschüss, bis nächsten Samstag. Bye, bye. Ja. Ciao. Tschüss.